Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 7 Fragmente der Vergangenheit hier bei Crush for the Fig 89. Letzten Part haben wir uns jetzt erstmals im Dorf und bei der Bastion der Automaten umgeguckt und waren zudem noch bei der Algen Akademie für Roboterfabrik und mussten feststellen, dass immer noch der kleine Roboter, also Lee, immer noch funktionstüchtig war und vor alledem ihren verstorbenen Meister immer noch bedient. Sehr tragisch. Sie merkt nicht, dass der Meister tot ist. Hat weiterhin gekocht für ihn. Und nun hat der König, der aktuelle König, König Faraday der Siebte, ihn ins, ja, siebte Anspielung auf den Titel des Spiels, ihn in sein Schloss gebracht und wird dort jetzt weiterhin Forschung für Maschinen betreiben. Und jetzt können wir hier über die Brücke. Das war uns in der Vergangenheit nicht möglich. Jetzt können wir endlich mal diesen Ort untersuchen und sieh einer an. Ein neues Gebäude und ein neuer großer Teil der Insel, welchen wir noch gar nicht erkunden konnten. Jetzt wird alles besser. Jetzt können wir uns hier mal in aller Ruhe mal umgucken und schauen, ob wir hier vielleicht noch eine Schatztruhe finden. Am anderen Ende. Es ist schon verwunderlich, dass wir in der Vergangenheit nicht dorthin konnten, an dieser Stelle. Was? Hier ist nichts? Euer Ernst jetzt? Are you serious? Yes, I'm serious. Jo, hier gibt's anscheinend nichts. Nee, dann begeben wir uns halt jetzt zu diesem Tempel hier. Oder was das auch immer für ein Gebäude sein mag. Aber rundherum um den Tempel gibt es ja noch was zu sehen. Alter. Könnten wir bloß schneller reisen, dass wir auf so ein Reittier rauf könnten, so wie in Dragon Quest 8 das der Fall war. Da konnten wir einen der Raubkatzen nutzen. Als Reittier. So, ich muss mal kurz ablassen, um meine Augen zu reiben. Bin ein bisschen müde aktuell. Aber es wird dann bestimmt noch besser. Okay. Gehen wir mal da rein. Was hat es mit diesem Tempel hier auf sich? See der Seligen? Was zum Henker? Also ein Fragment gibt es hier schon mal nicht, aber es muss doch damit was auf sich haben. Was ist mit dieser Blume? Ist das eine riesige Wasserblume? Wo ist die nochmal? Da. Sieht hübsch aus. Was sie wohl bringt? Ein bisschen sollten wir mal reingehen, um der Sache auf den Grund zu gehen. See der Seligen. Seligen schreibt man eigentlich mit zwei E, ne? Wenn man selig meint. Die Tür scheint verschlossen zu sein. Was ist das hier? Und da ist ein Soldat. Ich warte schon seit einer Ewigkeit das Licht. Das einzige Land leuchtete, ist vor langer Zeit erloschen und so warte ich. Doch ich vertraue darauf, dass alles einen Zweck hat. Eines Tages werde ich meine Pflicht erfüllt haben. Ich vertraue darauf, dass jemand die Ruinen finden wird, in denen Allmächtige schläft. Ja, der heilige Stein, von dem die Legende erzählt, hier gebracht wird. Es ist an der Zeit. Obschon es jene gibt, die den Untergang des Allmächtigen betreiben, wisset, dass seine Macht und Gnade ewig sind. Er hat seinen ausgewählten Volke das größte aller Wunder hinterlassen, die Fähigkeit, ihn eines Tages wiederzuerwecken. Wir, die Heiligen Orden des Allmächtigen, geloben feierlich, das Geheimnis seiner Wiedererweckung in alle Ewigkeit zu hüten. Wir erwarten geduldig auf den Tag, an dem der Träger des Heiligen Steines erscheint und der Morgen eines neuen Zeitalters anbricht.
Sehr interessant. Es wird bestimmt noch spätere Le- Oh! Die Katze habe ich gar nicht bemerkt. Die tarnt sich so richtig. Miau. Tut mir leid, dass ich auf dich draufgetreten wäre. Bitte verzeih mir. Ich bin eigentlich tierlieb. Aber die Katze ist sich ja total getarnt. Ich habe sie gar nicht bemerkt. Erst als es sich bewegt hat. Tja, nichts Wichtiges hier. Aber vielleicht wird das noch später relevant. Wir gehen uns mal nochmal zum Schloss zurück. Vielleicht, können Sie was mit ihr anstellen? Mit Lee? Oh, mal gucken. Gut, ich habe mich geheilt. Na denn? Schauen wir mal. Ob Sie da mit Lee was anfangen können. Ich bin mal gespannt darauf zu erfahren, wie es jetzt weitergehen wird. So, gucken wir mal rein. Oh. Die Ungelehrten wurden vom König einberufen. Es ist kaum zu glauben. Aber sie scheinen einen echten mechanischen Soldaten gefunden zu haben. Und dann ist auch noch voll funktionsfähig. Es ist ein wahres Wunder. Der Automat scheint nichts mehr machen zu können. Tja, dann gehen wir mal wieder den König besuchen, ne? Immerhin haben wir wahrscheinlich schon alle Fragmente gefunden. So, was ist hier los? Nun, dann wollen wir beginnen. Wie? Ja, lass uns beginnen. Achso, das ist der alte Mann. Nun, wir glauben, dass diese Protuberanz hier Grit ermöglicht, auf einem Bein zu stehen. Sollen wir versuchen, sie abzunehmen und... Was passiert? Natürlich strikt im Interesse der Wissenschaft. Aber natürlich, ich sehe nichts, was dagegen spreche. Euer Majestät, ich muss euch bitten, zu beenden, nur zu dieser Barbarei. Wir müssen Lee erlauben, zu kehren zurück nach Hause. Lee? Wie? Das Gerät hat seinen Namen Ambrosius. Höchst interessant. Ich hatte den Eindruck schon länger, das ist mehr als gepreist. Es war die einzige Möglichkeit Erklärung für euer Sträuben gegen unsere kleine Expedition. Ich erbitte eure Verzeihung, aber ihr lasst mir keine Wahl. Ruft die Wachen! Aber, Meister sofort. Wachen! Wachen! Was haben Sie mit dem vor? Ja, Majestät! Bringt Ambrosius ins Verlies! Was? Warum? Ambrosius, euer Majestät, aber euer Majestät würde doch sicher nicht... Stellt ihr in Frage die Befehle des Königs? Ihr habt mich gehört. Werft ihn ins Verlies auf der Stelle! So sehr mich... Schmerz diese Maßnahmen, Ambrosius, es ist leider vonnöten. Ihr werdet schmachten an welchem Kerker nach mein Gutdünken. Wir müssen entlocken dieses mechanische Menschheit seine Geheimnisse so schnell wie möglich und ohne Unterbrechung. Was betrifft die Angelegenheit eures Vorenthaltens von wichtigen Informationen, wir werden darüber sprechen später. Und jetzt, führt ihn ab! Ja, Majestät! Es tut mir wirklich uns leid, Ambrosius, aber hättet ihr Güte, komm mit uns. Nun gut, ihr tut schließlich eure Pflicht, wollen wir? Wachen, einen Augenblick. Es ist nicht notwendig zu versperren seine Tür. Lass uns machen, diese Angelegenheit unangenehmer als nötig, Ja, Majestät! Was hat er bloß? Mit Hilfe tapferen alten Mädchens wird es uns nur gelingen, unsere eigenen vollautomatischen Menschen zu erschaffen. Und je schneller wir Erfolg haben, desto glücklicher wird der König sein. Mir läuft ein Schauer in den Rücken und unter, wenn ich diese Meisterleistung der Ingenieurskunst nur ansehe. Was für ein außergewöhnlicher Fund, ein echter Segen für die Wissenschaft. Fabelhaft, einfach fabelhaft und vielleicht etwas zu fabelhaft. Es kann doch unmöglich gelungen sein, unsere Ahnen zu kommen.
Sorin, eine so Kuppel sind immer schöne Unterstützung von außen. Wäre es gegangen nach mir, ich hätte bevorzugt, dass er nicht sieht, diese kleine Szene von eben. Aber Ambrosius hat was verborgen für mich und darüber bin ich gar nicht amüsiert. Aber das ist nicht weiter wichtig jetzt gerade. Es zählt nur, dass wir halten die Zukunft in unseren Händen. Die Sonne ist aufgegangen in einem neuen Zeitalter unseres Königreichs, nein, unserer Welt. Die Herstellung von vollautomatischen Helfern in Menschengestalt wird bringen allen Freude und gewährleisten eine Zukunft voller Komfort und Unbeschwertheit. Seine Majestät geht viel durch den Kopf. Ambrosius wird leider sich müssen gedulden, bis wir sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Los geht's, gehen wir in die Verliese runter und sehen nach, ob es Ambrosius gut geht. Okay. Mann, obwohl wir alle Fragmente haben, können wir trotzdem hier noch so viel machen. Aber ob das storybedingt ist, ist eine andere Sache. Ich kann es nicht sagen. Das Spiel scheint nicht wirklich klar zu machen, was es zu tun gibt. Wo war nochmal das Verlies? Da oben, ne? Hier irgendwo, wo es runtergeht. Hier muss es irgendwo gewesen sein. Hier. Hinter dem Schalter der Tür mit dem Schalter. Da muss dann irgendwo das Verlies sein. Da. Da ist das Verlies. Aber was ist da drin? Wenn er abstatten war, ein Besuch nur zu der Tür ist nicht verschlossen. Man hat zwar vorhin zu achten darauf, dass er nicht geht, aber fernzuhalten von ihm. Davon ist nicht gewesen die Rede. Und ich kann ja wohl nur Befehle, die. Aber halten, wie? Ich auch habe erhalten, wie? Hohohoho. Hey Ambrosius. Ich bitte zutiefst eure Verzeihung, ich hätte niemals zu euch hineinziehen in diese Affäre. Aber da ihr schon seit verwickelt nun, ich fürchte, ihr seid meine einzige Hoffnung. Könnte ich vielleicht euch bitten um meinen letzten Gefallen? Ja. Hab vielen Dank, ich weiß wirklich das zu schätzen. Nun, Lee wurde in Wahrheit erschaffen von einem meiner Vorfahren, einem Mann namens Autonymus. Das arme Mädchen konnte nicht begreifen, die Tatsache, dass er gestorben war. Also sie hat versucht, ihr Bestes, sie zu kümmern, um ihn über die vergangenen Jahrhunderte. Als ich sie dabei sah zum letzten Mal und begriff, was ging vor sich, ich habe beschworen, feierlich zu erlauben, keine Störung ihrer Routine. Aber genau darum war, ihr müsst mir helfen, wir müssen zurück mit Lee nach Hause, wo wir sie hingehört. Wenn es nicht uns gelingt, so bringen sie wieder auf die Beine, sie wird gehen nirgendwo hin. Und ohne die Komponente, die diese Volltrottel haben, entfernt, die Chancen stehen natürlich bei Null. Wie es so will, der Zufall, ich habe einen Ersatz hin. Why? Vor, das könnte für einen Zweck, es ist ein Dampfakkumulator und sollte passen perfekt nach ein paar kleinen Anpassungen. Ich frage mich, ob er wohl hätte die Güte zu beschaffen in mir. Mein Enkelin wird sagen euch, wo er ist und er behaltet es bitte für euch, ja? Aber wer ist denn seine Enkelin? Sehen wir uns das an, ne? Moment, ich muss mal kurz mein Mikrofon wieder. Ach. So. Oh Mann, ein ständiges Her und Hin, obwohl wir schon alle Fragmente haben, aber ich glaube, wir bekommen noch etwas zusätzlich. Das ist wahrscheinlich nicht storybedingt und nur optional, das Ganze. Ich mach's trotzdem mit euch, weil da entdecken wir viel mehr von dem Spiel. Und überhaupt, das macht das doch das Ganze auch interessanter, nicht? Soll es ja auch. So. So, wo geht's denn hier? Hier geht's rund. Nein, da sind wir gerade hergekommen. Lol. Nee, ich wollte die Tür suchen, wo wir wieder zurück ins Schloss gelangen. Hier, nämlich. Wo finden wir das Ersatzteil? Bei welcher Enkelin? Bei der Kleinen in dem Geschäft? Faraday. Moment. Es ist Dampf-Akku-Dingsbums in Whitefoot, oder? Ja, da müssen wir sehen, los. Tschüss, hopp, hopp, und los jetzt. Ja, ja, ist ja gut. Stress mit nicht. Können wir uns auch teleportieren? Schloss Faraday haben wir, aber Whitefoot steht nicht auf der Liste. Klasse. Tja, meinetwegen daneben nicht.
Dann eben nicht. Dann gehen wir halt zu Fuß hin. Naja, es ist auch kein weiter Marsch bis dahin. So. Wo befindet sich denn seine Enkelin? Vielleicht in den Ort, wo sich eigentlich der Rüstungsladen befinden soll? Aber Moment. Ja, es ist seine kleine Enkelin. Sein Großvater ist gegen Anschluss und vor einiger Zeit ist immer noch nicht zurück. Wie bitte? Ihr habt ihn gesehen? Und er hat gebeten, euch zu einem besonderen Ersatze. Für mich was Ersatze ist, könnte wohl sein. Ich bitte eure Verzeihung, aber ich habe nicht letzte Ahnung. Und Mama, ach ja, wie dumm. Ich meine, sein unheimlich besonders vergrabenen Schatz ist nicht natürlich. Ich weiß wo. Wir können ihn finden. Er ist an einem extra geheimen Ort, von dem wir wissen wir beide. Er hat erzählt mir davon, was. Hast du ihn was vergessen? Er ist unter dem Fass in der Nähe des Baches. Grabt einfach dort. Ihr werdet gewiss finden. Aber nicht vergessen, es ist ein Geheimnis. Nähe, welchen Baches hier? Hä? Hast verstanden, unter dem Fass in der Nähe des Baches. Sobald wir das Teil haben, wird Ambrosius hoffentlich den Rest erlegen. Welchen Bach? Unter dem Fass in der Nähe des Baches? Oh Mann! Was für ein Bach ist denn genau gemeint? Es ist jetzt, als Suchen ist unter einem Fass in der Nähe des Baches vergraben, oder? Ich hatte Augen gerne nach dem Fass offen, aber Schmutzepatte lasse ich dir, Chris. Ja, dann hilft mir halt ein bisschen. In der Nähe eines Baches, ja, aber welchen Bach genau? Hier etwa? Ach, hier! Da! Das muss es sein. Und nichts anderes. Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. Ist da immer noch der Pott? Nein, der ist nicht mehr da. Frag mich, ob es auch solche Fassmonster gibt. Das wär's auch noch. Mann, ich bin bislang immer noch ein bisschen verdutzt darüber, aber... Sachen gibt's, die gibt's halt. Ich glaube, ich muss von oben da nach unten gelangen. Nur so komme ich dann da runter. So war das. Mann, das war schon eine Weile her. Ja, von der Kirche aus. Da gibt's eine Treppe nach unten. Und von dort aus müsste ich dann da raus können. Jupp. Hier geht's raus. Da war ich ja noch gar nicht. So, unter dem Fass hier. Na? Kurz sagen, das Fass setzt sich nicht zerstören. So. Chris gibt auf das Gerät wohl. Da ist es! Ein Dampfakkumulator. Na schön, dann teleportieren wir uns zurück zum Schloss. Sparen wir uns den Weg. Los, zurück! Ium! Und überbringen ihnen das Ersatzteil. Wuhu, nice. Oh, was wird der König sagen? Ich hoffe, das wird nicht schlimm enden. Wenn wir das hier machen. Aber Ambrosius hat etwas verborgen von mir und darüber bin ich nicht amüsiert. Ja. Ich fürchte, dieses Königreich, von dem du strebst, wird nicht Wirklichkeit werden, mein Freund. Dafür müssen wir jetzt leider sorgen. Wir müssen den armen Mädchen jetzt helfen. Also runter da. So, wo war nochmal das Verlies hier? Ach, ja. Oh, der Hauptmann. Aber Vater, ich verstehe nicht, warum wir so offenkundig widersetzen wünschen seiner Majestät. Ganz einfach, Theodor, mein Junge, weil diese beiden verlorenen Seelen mehr als
Die haben ihren Frieden. Es ist eine Frage des Anstands, schlicht und einfach. Das mag es sein, aber ihr müsst verstehen, dass Dinge geändert haben und... Das ist der Vater? Warum duzen sie sich nicht? Ah, ihr seid es. Zu Vater, ich verstehe ja, wie ihr fühlt, aber ihr dürft nicht einmischen in die Angelegenheit, ist das klar? Danke, dass er bei Laune gehalten hat, mein Vater. Ich bin froh, dass er jemanden hatte, bei dem zum Ausdruck bringen konnte, seine Meinung. Ich muss zugeben, dass bei dieser ganzen Lied-Geschichte selbst habe gemischte Gefühle, aber es ist meine Aufgabe zu dem König und ich muss vertrauen darauf, dass er weiß, was er tut. Wie man es nimmt. Okay, hier ist das Ersatzteil. Ah, ihr habt ausgebracht, worum ich euch gebeten hatte. Fantastisch, wunderbar. Es gibt nichts, das reparieren mit einem Dampf-Akkumulator. Ich bringe Lee wieder auf die Beine im Handumdrehen. Ich vermute, es ja Lee gebracht zum Labor beim Haupteingang des Schlosses. Dürfen nicht einen Augenblick verlieren. Wir müssen helfen, der armen Lee. Ich bitte Verzeihung, Bruce, aber wohin genau glaubt ihr gerade zu gehen? Ja, rumlauft im Schloss ins Aufmachung, sie werden euch fassen sofort. Hier, nehmt meine Montur. Warte! Da lässt ihn einfach! Nun, es wäre unfit auszulangen, so ein Angebot. Herzlichen Dank. Haha, die Uniform steht gut an, Bruce. Sie sieht aus, als wärt ihr höchstens 25 Jahre alt. Nun, ihr macht euch und ich euch besser auf den Weg. Ich sollte wirklich euch danken für alles, was ihr bisher getan habt und euch sagen, lebe wohl. Aber leider, ich muss euch bitten, mir zu helfen, letztes Mal. Also, wann wird dann mal? Okay. Schau einer an. Also gut, helfen wir mal der kleinen Lee. Sogar sein Gesicht hat sich den Wachen angepasst. Ist das zu fassen? Warum hat man nicht gleich wenigstens sein altes Gesicht da gelassen? Das ist doch ein bisschen faul. Da spricht man ein bisschen... Da muss ich schon ein bisschen von Faulheit sprechen, aber sowas von. Oh Mann, bin ich müde, ey. Naja, aber es geht trotzdem. Ich werde schon nicht einschlafen bei diesem Spiel. Ich werde höchstens euch ein bisschen voll gähnen. Okay. Wo wollte ich nochmal? Ach ja. Hier rein. So, helfen wir Lee. Helfen wir der kleinen Lee. An der Forschungsstation, bestimmt hier. Verlieren wir keine Zeit. Da ist sie. Aha, genau zur rechten Zeit. Ich hätte keinen besseren Augenblick wählen können. Ich dachte gerade, dass ich umfallen und sterben werde, wenn ich bald etwas esse. Meine Kollegen sind alle irgendwo hingegangen und scheinen nicht sonderlich interessiert zu sein, bald wieder zurückzukommen. Ich frage euch ja nur ungern, aber ich wäre euch unglaublich danke, wenn ihr hier die Stellung halten könntet, damit ich etwas essen kann. Bis gleich. Oh je, der hat's nicht gemerkt. Gute Güte, Lee, was haben sie nur gemacht mit dir, altes Mädchen? Aber keine Sorge, wir sind hier, um zu helfen. Das gibt dann einen Haufen Ärger. Sie haben wirklich überall angepackt, dich mit schmierigen Finger wie, aber wir apparieren dich im Nu. So, das sollte helfen, dir wieder auf die Beine. Suppentemperatur auf kritischem Zustand, muss weiter finden, Sure. Meister, gewartet. Meister muss zurück ins Bett. Meister schwer krank. Moment mal, das Mädchen, mir scheint, du bist etwas verwirrt. Nicht ich bin dein Meister, sondern der alte Autonymus, du kleines Dummerchen.
Meister ist schwer krank, muss heute ins Bett, muss so beißen. Hör zu, Lee, du bist völlig durcheinander, altes Mädchen. Ich nicht der, für den du mich hältst. Ah! Lee, ich muss darauf bestehen, dass du sofort hörst mit den Unsinn. Dein Meister ist nicht hier. Hatte ich nicht ausdrücklich euch verboten zu verlassen, dass du liest, Ambrosius? Was zum Himmels Willen glaubt ihr denn hier zu tun? Meister Schwerkram, musst du ins Bett, musst du beißen. Gute Güte, Ambrosius ist in Gefahr. Das Dante will ihn schlagen auf ihn ein. Nicht wenn ich kann es verhindern. Oh, halt, Wachen, zurücktreten! Es greift gar nicht an, verdammt noch eins. Hört ihr nicht? Zurücktreten, sage ich! Zu spät. Oh shit, das endet in einem Desaster. Lee, kannst du mich hören als mit den... Lee! Nein! Verflucht, ihr habt... gehauen das verflixtigen Stücke! Ambrosius, verzeiht mir, seid ihr verletzt? Ihr altes Mädchen. Eine mechanische Freundin hat nicht versucht zu greifen euch an. Ich denke, wir beide wissen das. Ja, eure Hoheit. Mir scheint, sie hat erkannt euer... Eltern und körperlichen Zustand und euch deshalb gehalten für den Meister, den sie hat gedient so viele Jahre. Ich muss sehr bitten, eure Verzeihung. Ambrosius, ich verstehe nun, warum ihr habt griffen Partei so entschlossen. Diese arme Kreatur, diese Maschine, nein, das ist keine Maschine, so viel steht fest. Die treue Dienerin könnte mehr uns lehren über Hingabe und Selbstlosigkeit, wenn sie leben würde, als ihre Leiche wird jemals uns beibringen über die Mysterien der Mechanik. Ambrosius, könnte sie reparieren? Schafft er es, bringen Lee wieder auf die Beine? Ja, heute, ich denke, das kann ich. Sehr gut, Wachen. Ich will, dass ihr... Sie bringt es unverzüglich zurück nach Hause. Ja, Euer Majestät. So, damit dürfte es klappen. Komm schon, also mit den Schau. Du kannst stehen. Meister schläft, muss halt so verabreichen, so bitte. Wir leben sicher. Mir scheint, das ist alles wieder so wie früher. Ich muss bitten euch allem Verzeihung, das gilt besonders für euch, Ambrosius. Ich war wie geblendet von der Verwirklichung meines Traumes und habe nicht gedacht, das Leid, das meine Handlungen können, bringen andere. Das soll nicht heißen, meine Ziele wären gewesen fehlgeleitet. Ich bin einverstanden, das Leben muss werden gelassen, in Frieden. Doch ich bin fest entschlossen, weiterhin zu erschaffen, voll funktionsfähig, zweibeinige Maschinenmenschen. Doch wir werden nicht erreichen, unser Ziel auf Kosten von anderen, sondern durch unsere eigene harte Arbeit und Hingabe. Richtige Einstellung. Wer weiß, vielleicht wird Lee bald schon haben einen neuen Gefährten. Ich kann hoffen, dass wir unsere eigenen Exemplare besitzen werden, auch nur halb so viel als wie du. Der König ist schon in Ordnung. Er ist ein anständiger Typ. Ich kann wirklich nicht euch genug danken, wisst ihr? Ihr seid gewiss einfach nur auf Durchreise und ich habe gepackt, euch am Kragen gezerrt in diese leidige Angelegenheit. Aber ohne euch, ich hätte niemals es geschafft. Kommt doch bitte mich besuchen zu Hause, bevor ihr geht. Natürlich, wenn die Zeit es erlaubt. Vielen Dank, wirklich, ihr habt euch erwiesen als echte Pfundskerle, ich muss schon sagen. Nun bitte, würde ich mich entschuldigen? Keine Sorge. Nun, Lee, mein altes Mädchen, mir scheint, das hat doch alles sich aufgelöst und wohlgefallen. Wie? Man wird dich jetzt lassen in Frieden, wenn ich mich nicht irre. Und wir haben zu verdanken, es nur unseren taffen Reisenden, haben wir nicht? Ich bin sicher, auch du sagst Dankeschön irgendwo da drin. Ganz sicher, sie können es hören. Ja gut, dann begeben wir uns doch mal zu ihm. Ganz schnell, bevor wir den Part beenden. Der ist eh schon wieder lang und... Mann, oh Meter, die Zeit vergeht schnell. Viel zu schnell. Nicht der Tempel der Mysterien. Arg! Och. Einen MP verschwendet. So. Schloss Faraday. Ium. So.
Genau da wollte ich eigentlich hin und nirgendwo sonst. So. Okay. Da sind wir wieder in Whiteford. So, und er befindet sich ja hier. Ah nein. Moment, ein Fragment? Er hat ein Fragment, oder? Okay, der hat also ein Fragment für uns. Kein Wunder, das ist also fragmentbedingt. Ey, geil. Oh, ihr seid gekommen, großartig, nun fit, ganz viel zu Hause. Alles hat aufgelöst, sich in Wohlgefallen und lieb fliegt wieder zu Hause den geliebten Meister. Ich hätte nicht können es schaffen ohne Hilfe, wisst ihr? Ich glaube nicht, dass König Faraday wäre gekommen, zur Vernunft eingreifen. Hab vielen Dank, ich werde niemals vergessen, was ihr für mich getan und für uns alle. Ja? Und wo ist das Fragment? Oh, Herr Großvaters Gesati. Gutes Mädchen, weil ich euch heiraten habe, wir können finden meinen seinen Schatz. Nachdem er wart fort, ich wollte sehen, ob es vielleicht noch mehr vergrabene Schätze in ihr. So habe ich Kram drauf los, um zu sehen, was ich finde, aber ich habe leider nur keine Schätze, nur so ein komischer Steindingsbums. Und habe keinen Schimmer, wozu es gut ist. Oh, ich weiß es. Hier ist für euch ein Geschenk. Yeah! Dankeschön! Das rote Fragment. Jetzt habt genommen das komische alte Stein Dingsbums, aber ihr könnt auch werfen es weg. Nein, wir werfen es nicht weg. Es ist für uns wertvoll. Eins der wertvollsten Dinge. Beziehungsweise eigentlich das wertvollste Ding. Nichts ist wertvoller als das. Wir benötigen es. Dankeschön, Kleine. So. Das kann mit dem Schatz ziemlich klug zu sein. Wer weiß, vielleicht wird es erst einen Automaten bauen. Gut möglich. Gut möglich. Ja, gut. Jetzt aber Teleportation zum Tempel der Mysterien. Wir haben einen Haufen neuer Fragmente und die geht es jetzt zu verwenden, aber im nächsten Part. Und wie immer, wenn es dir gefallen wurde, Daumen nach oben. Sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush4Fikitina. Bis zum nächsten Part von Let's Play Dragon Quest 7 Fragmente der Vergangenheit. Also, viel Sehen. Tschüss, oder?